Guten Tag, meine Damen und Herren. Und ich begrüße Sie erneut zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Was ist der neue Bund? Es gibt viel Verwirrung im Hinblick auf die meisten biblischer Doktrinen. Zum Beispiel, wer oder was Gott ist, müssen wir heute das Gesetz noch halten, die 10 Gebote? Was ist das Potenzial des Menschen? Und so sollte es uns nicht verwundern, dass auch im Hinblick auf den neuen Bund viel Verwirrung herrscht. Die meisten wissen entweder gar nicht, was der neue Bund ist, was es mit dem neuen Bund auf sich hat, oder wenn sie etwas davon gehört haben, dann kommen sie zu total falschen Schlussfolgerungen, was der neue Bund eigentlich bedeutet. So möchte ich heute einmal mit Ihnen den neuen Bund besprechen. Wir hatten ja in vergangenen Predigten bereits einige Bünde im Alten Testament besprochen. Zum Beispiel den Bund oder Vertrag mit Noah oder die Bünde oder Verträge mit Abraham, Isaak und Jakob und auch den sogenannten Alten Bund, den Gott mit Israel schloss, dem physischen Israel unter Mose. Und wir hatten gesehen, dass auch selbst dort mehrere Bünde erwähnt werden. Und dann gibt es noch weitere Bünde im Alten Testament, die wir gar nicht behandelt haben, wie zum Beispiel Gottes Bund mit David, Gottes Bund mit den Leviten, Gottes Bund, einem separaten Sabbatbund mit dem alten Volk Israel und so weiter und so fort. Und dann gibt es eben auch den neuen Bund, von dem wir bereits im Alten Testament schon lesen, aber auch dann im Neuen Testament. Und so möchte ich heute einmal auf diesen neuen Bund näher eingehen. Und zunächst einmal einige Stellen mit Ihnen besprechen, die wir im Alten Testament finden. Das ist vielleicht auch eine Überraschung für viele, dass das Alte Testament bereits schon von dem neuen Bund spricht. Nicht nur das Neue Testament spricht davon. Schauen wir uns zunächst einmal Jesaja Kapitel 42 an. Jesaja Kapitel 42, angefangen Vers 1. Jesaja Kapitel 42, angefangen in Vers 1. Und ich lese die Verse 1 bis 7. Und ich lese zunächst einmal aus der Lutherbibel. Und da heißt es hier, siehe, das ist mein Knecht. Jesaja 42 und Vers 1. Das ist mein Knecht, ich halte ihn. Und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte, und die Inseln warten auf seine Weisung. Nun, im Neuen Testament wird klar gesagt, dass sich dies hier auf Jesus Christus bezieht. Den Knecht Gottes, den Auserwählten Gottes. Jetzt lesen wir weiter in Vers 5. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Odem gibt oder auch den Geist gibt, den Geist im Menschen, und den Geist denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Das ist die erste Stelle im Alten Testament, die den neuen Bund erwähnt, zumindest die erste Stelle, die ich heute hier zitieren möchte, und die stellt bereits ein Problem dar in der Übersetzung der Lutherbibel. Denn wie ich sagte, die Rede ist klar von Jesus Christus. Doch hier wird Jesus Christus als der Bund bezeichnet, und so meinen einige, Christus ist mit dem Bund irgendwie identisch. Aber wie kann das sein? Wie kann ein Vertrag mit einem Menschen oder in diesem Falle Jesus Christus, der Gott war, zu einem Menschen wurde, aber dann wieder zu Gott wurde, wie kann ein Vertrag mit einer solchen Persönlichkeit identisch sein? Nun schauen wir uns auch Jesaja Kapitel 49 an und Vers 8. Jesaja Kapitel 49 und Vers 8, auch wiederum hier in der Lutherbibel. So spricht der Herr, ich habe dich erhört zur Zeit der Gnade, und habe dir am Tage des Heils geholfen und habe dich behütet und zum Bund für das Volk bestellt, dass du das Land aufrichtest,
und das verwüstete Erbe zuteilst. Auch hier wiederum die Rede von Jesus Christus, der dem Volk Israel im Millennium das Erbe, das ihnen zugesagt worden war durch die Bünde, die Gott mit Abraham, Isaak und Jakob schloss, zuteilen wird. Aber auch hier wird wiederum gesagt, dass Christus der Bund ist. Wie kann das sein? Nun, das kann natürlich nicht sein. Das Problem ist hier wiederum eine ungünstige Übersetzung in der Lutherbibel. Schauen wir uns einmal Maleachi an, Kapitel 3. Maleachi, Kapitel 3 und Vers 1. Hier wird wiederum von Jesus Christus gesprochen. Und auch von dem Bund. Aber hier wird deutlich gemacht, was darunter zu verstehen ist. Maleachi, Kapitel 3 und Vers 1. Siehe, ich will meinen Boten senden. Die Rede ist hier von Johannes dem Täufer, zunächst einmal, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, Jesus Christus. Und der Engel des Bundes, aber hier ist das Wort für Engel eine Übersetzung des hebräischen Wortes Malak. Und dieses Wort kann Engel bedeuten, es kann sich aber auch auf einen Menschen beziehen, es kann sich auch auf ein Gottwesen beziehen, je nach Zusammenhang. Eigentlich sollte hier Bote zu finden sein, wiederum. Und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Jesus Christus hier wird als der Bote oder der Mittler des Bundes beschrieben. Er ist nicht der Bund als solcher, das wäre ja auch unlogisch, sondern er ist derjenige, der den neuen Bund vermitteln wird, der ihn aufrichten wird. Das ist die Prophezeiung, die hier zum Ausdruck kommt. Und wir werden noch nachher im Neuen Testament sehen, wie das im Neuen Testament klar und deutlich bestätigt wird. Schauen Sie die Zürcher Bibel, die übersetzt beide Stellen in Jesaja 42 und in Jesaja 49 wie folgt. Ich habe dich zum Bundesmittler für das Menschengeschlecht, zum Lichte der Völker gemacht. Und auch in Jesaja 49, ich habe dich gemacht zum Bundesmittler für das Menschengeschlecht, indem ich dem Lande wieder aufhelfe und verwüstetes Erbgut wieder verteile. Schauen Sie, Christus ist der Mittler des neuen Bundes. Er ist nicht der Bund, er ist der Mittler des neuen Bundes. Er vermittelt den neuen Bund. Er macht es möglich, dass der neue Bund geschlossen werden kann. Aber wie wir noch sehen werden, steht der neue Bund mit verschiedenen Bündnissen, die im Alten Testament erwähnt werden, im Zusammenhang. Das muss man begreifen, wenn man begreifen will, was eigentlich mit dem neuen Bund gemeint ist. Zum Beispiel gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen dem neuen Bund und mit dem Bund, den Gott mit Noah geschlossen hat. Denn dieser Bund mit Noah, der besteht ja nach wie vor. Wir erinnern uns, dass Gott gesagt hat zu Noah, ich werde niemals wieder eine Flut über die Erde kommen lassen und die Erde dadurch vernichten. Und er hat gesagt, jedes Mal, wenn ich den Regenbogen sehe, werde ich an diesen Bund denken. Dieser Bund besteht nach wie vor. Und so lesen wir in Jesaja Kapitel 54. Jesaja Kapitel 54. Zunächst einmal in Vers 5. Jesaja Kapitel 54. Zunächst einmal in Vers 5. Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann. Oder man kann auch übersetzen, dein Ehemann. Herr Zebaoth heißt sein Name. Aber hier bezieht sich Herr Zebaoth auf Jesus Christus. Wie wir noch sehen werden, der Ehemann, der Bräutigam, der Braut. Und wir werden auch noch sehen, wer die Braut ist. Also noch einmal, denn der dich gemacht hat, ist dein Mann. Also Jesus Christus hat uns gemacht. Wir haben ja bereits gesehen, dass Gott der Vater alles durch Jesus Christus erschaffen hat. Herr Zebaoth heißt sein Name. Nun, wörtlich übersetzt, nur nebenbei gesagt, muss die Stelle sogar übersetzt werden, das sind deine Schöpfer, die dich gemacht haben. Das Wort hier steht im Plural. Und es bezieht sich auf den Vater und den Sohn. Schauen Sie, der Vater hat alles durch Jesus Christus erschaffen. Beide sind unsere Schöpfer in diesem Sinne. Und so heißt es weiter, und dein Erlöser ist der Heilige Israels, der aller Welt Gott genannt wird. Aber nun lesen wir weiter in Vers 9, im gleichen Kapitel. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor,
dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn, Vers 10, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Also Gott vergleicht den neuen Bund, den er hier mit dem Bund des Friedens identifiziert, mit dem Bund, den er mit Noah geschlossen hat. Und jetzt Vers 13. Und alle deine Söhne sind Jünger des Herrn, und großen Frieden haben deine Söhne. Eine Prophezeiung für das Millennium. Eine Prophezeiung für den Zeitpunkt, der in der Bibel das große weiße Throngericht genannt wird, wenn alle die, die gestorben sind und nie eine Gelegenheit hatten, Jesus Christus, ihren Erlöser anzuerkennen, auferweckt werden, um dann diese Gelegenheit zu erhalten. Der neue Bund, der hier klar beschrieben wird, wird ein Bund des Friedens genannt, der sich auch auf die Nachfahren der Israeliten beziehen wird. Schauen wir uns Jesaja Kapitel 55 an und Vers 3. Jesaja 55 und Vers 3. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Hier wird dieser neue Bund mit den beständigen Gnaden Davids in Verbindung gebracht. Nun, was heißt das? Warum wird hier David erwähnt? Warum werden hier die ewigen Gnaden Davids erwähnt? Nun, weil der neue Bund mit der Herrschaft Davids über Israel zu tun haben wird. Schauen wir uns dies einmal an, was Gott David damals versprochen hat. In einem Bund versprochen hat. 2. Samuel, Kapitel 23. 2. Samuel, Kapitel 23, die Verse 3 bis 5. 2. Samuel, Kapitel 23 und die Verse 3 bis 5. Das ist, was David selbst gesagt hat, und zwar waren dies hier seine letzten Worte, bevor er starb. Und er sagt hier, es hat der Gott Israels zu mir gesprochen. Der Fels Israels hat geredet, wer gerecht herrscht unter den Menschen, wer herrscht in der Furcht Gottes, wer sich fürchtet, andere zu verletzen, wer sich fürchtet, andere in unrichtiger Weise zu verurteilen und zu verdammen, sondern wer Recht herrscht, wer Gerechtigkeit schafft, der, Vers 4, ist wie ein Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht, am Morgen ohne Wolken. Und wie das Gras nach dem Regen aus der Erde bricht, so ist mein Haus fest bei Gott, denn er hat mir einen ewigen Bund gesetzt, in allem wohlgeordnet und gesichert. All mein Heil und all mein Begehren wird er gedeihen lassen. Also dieser Bund, von dem David hier spricht, den er einen ewigen Bund nennt, hat mit seinem Haus zu tun. Mit ihm und seinem Haus. Nun schauen wir uns an in Psalm 89, was mehr über diesen Bund gesagt wird. Psalm 89, die Verse 2 bis 5. Zunächst einmal Psalm 89 und die Verse 2 bis 5. Und da lesen wir, ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich und seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für. Denn ich sage, für ewig steht die Gnade fest. Du gibst einer Treue sicheren Grund im Himmel. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten. Ich habe David, meinem Knechte, geschworen, ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig und deinen Thron bauen für und für. Selah. Denkt darüber nach. Selah. Und dann fährt er fort zu sagen, Vers 29, Psalm 89 und Vers 29, ich will ihm ewiglich bewahren, meine Gnade, und mein Bund soll ihm festbleiben. Schauen Sie jetzt sich Vers 30 an. Ich will ihm ewiglich Nachkommen geben und seinen Thron erhalten, solange der Himmel währt. Wenn aber seine Söhne mein Gesetz verlassen und in meinen Rechten nicht wandeln, wenn sie meine Ordnungen entheiligen und meine Gebote nicht halten, so will ich ihre Sünde mit der Rute heimsuchen und ihre Missetat mit Plagen, aber meine Gnade will ich nicht von ihm wenden und meine Treue nicht brechen,
Ich will meinen Bund nicht entheiligen und nicht ändern, was aus meinem Munde gegangen ist. Ich habe einmal geschworen bei meiner Heiligkeit und will David nicht belügen. Sein Geschlecht soll ewig bestehen und sein Thron vor mir wie die Sonne, wie der Mond, der ewiglich bleibt und wie der treue Zeuge in den Wolken, Selah. Das Versprechen Gottes war, dass David immer einen Nachkommen haben würde, der auf dem Thron sitzen würde. Wir verstehen das nachher Jesus Christus, der letztendliche Nachkomme ist, der auf dem Thron Davids sitzen wird, wenn er zurückkommt auf diese Erde. Aber auch vom physischen her würde es immer einen Nachkommen geben. Und wir lesen auch im Alten, sowohl als auch im Neuen Testament, dass David für alle Zeit herrschen würde über Israel. Und zwar auf dem Thron Davids. Schauen Sie, das ist auch ein Bund, der geschlossen worden war mit David, der ewiglichen Bestand hat, der Teil sein wird des neuen Bundes, wie wir noch sehen werden. Und dann lesen wir in Jesaja Kapitel 59 und Vers 21. Jesaja 59 und Vers 21. Da heißt es: Und dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr. Mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen von deinem Munde nicht weichen, noch von dem Munde deiner Kinder und Kindeskinder, spricht der Herr, von nun an bis in Ewigkeit. Schauen Sie, Gottes Geist und Gottes Wort sollen also von den Bündnispartnern und ihren Nachfahren nicht weichen. Schauen Sie, der neue Bund, was viele nicht verstehen, ist wiederum ein Vertrag, den Gott mit Israel schließt. Und Begünstigte werden auch die Nachfahren Israels sein. Und hier wird auch davon gesprochen, dass der neue Bund etwas mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Wir hatten bereits gesehen, dass der alte Bund nichts mit dem Heiligen Geist zu tun hatte. Wir werden dies noch nachher weiterum und wiederum verdeutlichen. Im alten Bund gab es kein Versprechen für den Erhalt des Heiligen Geistes. Der alte Bund bezog sich auf physische Versprechen. Der neue Bund bezieht sich auf geistige und geistliche Versprechen, aber auch auf physische Versprechen, wie wir noch sehen werden. Jesaja Kapitel 61. Jesaja Kapitel 61, die Verse 8 bis 9. Jesaja Kapitel 61, die Verse 8 bis 9. Denn ich bin der Herr, der das Recht liebt und Raub und Unrecht hasst. Ich will ihnen den Lohn in Treue geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Und man soll ihr Geschlecht kennen unter den Heiden. Schauen Sie, hier wird ein Unterschied gemacht zwischen den Israeliten und den Heiden. Und man soll ihr Geschlecht kennen unter den Heiden und ihre Nachkommen unter den Völkern, dass, wer sie sehen wird, erkennen soll, dass sie ein Geschlecht sind, gesegnet vom Herrn. Die Heiden werden erkennen können, dass Israel von Gott gesegnet sein wird, wenn Gott mit Israel den ewigen neuen Bund schließen wird. Das ist etwas, was die meisten Menschen heute gar nicht begreifen. Die meisten Menschen meinen heute, der ewige Bund, der neue Bund wird mit Heiden geschlossen. Keineswegs. Er wird mit Israeliten geschlossen. Aber die Heiden können Teil des Bundes werden, wie wir noch sehen werden. Aber es ist vornehmlich ein Bund mit Israel. Schauen wir uns nun das Buch Jeremia an, im Hinblick auf das, was über den neuen Bund gesagt wird. Jeremia Kapitel 31. Jeremia Kapitel 31, die Verse 31 bis 34. Jeremia Kapitel 31, die Verse 31 bis 34. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich, schauen Sie, mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Wie wir ja wissen, das Haus Israel war ein anderes Volk oder eine andere Nation, ein anderes Reich von dem Haus Juda. Zunächst einmal wurde das Haus Israel im Alten Testament in die Versklavung geführt durch die Assyrer und dann später das Haus Juda durch die Babylonier. Und das Haus Juda kehrte zurück ins gelobte Land und heute finden wir den Staat Israel dort. Das Haus Israel kehrte nie zurück.
Das Haus Israel befindet sich heute ganz woanders, nicht im gelobten Land, nicht in Palästina, nicht im Staat Israel, wie wir dies mehrfach schon bereits betont haben. Aber die Zeit wird kommen, sagt Gott, dass ich mit beiden einen ewigen Bund, einen neuen Bund schließen werde. Vers 32, nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern, Vers 33, das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will, nach dieser Zeit. Eine Bezugnahme zunächst einmal auf das Millennium, spricht der Herr. Ich will, schauen Sie, mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen. Beide, klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Schauen Sie, hier wird klar der neue Bund erwähnt. Er wird mit Israel und Juda geschlossen, nicht mit den Heiden. Die Heiden sollen erkennen, dass Israel von Gott gesegnet ist, weil Gott einen Bund mit ihnen schließen wird. Und diesmal wird Israel den Bund halten. Israel und Juda, die hielten den alten Bund nicht. Warum? Nun, weil sie den Heiligen Geist nicht hatten. Weil das Gesetz nicht in ihren Sinn geschrieben war. Und von daher hielten sie es nicht. Es heißt nicht, Gott wird ihnen ein anderes Gesetz geben. Gott wird ihnen ein neues Gesetz geben. Es heißt nicht, der alte Bund war schlecht und das Gesetz des alten Bundes war schlecht. Es heißt, Gott wird sein Gesetz in den Geist, in den Sinn des Volkes geben, nachdem er ihnen ihre Sünden vergeben hat. Und dann werden sie das Gesetz halten. Alles dies ist Teil des neuen Bundes. Schauen Sie, Gott vergibt uns heute unsere Sünden, wenn wir sie bereuen, wenn wir das Opfer Jesu Christi anerkennen, wenn wir uns taufen lassen und dann erhalten wir den Heiligen Geist. Genau das Gleiche wird dann auch im Millennium geschehen. Die Menschen müssen zunächst einmal ihre Sünden erkennen, bereuen, was sie getan haben, bereuen, was sie gewesen sind. Wie die Bibel sagt, das wird geschehen. Sie werden sich verabscheuen für das, was sie getan haben, für den Götzendienst und für all die anderen Dinge, die sie getan haben. Und dann werden sie das Opfer Jesu Christi anerkennen. Und dann werden sie sich taufen lassen. Und dann werden sie den Heiligen Geist erhalten. Denn Gott wird ihnen ihre Sünden vergeben. Und dann werden sie Teil sein des neuen Bundes. Aber das Gesetz, das die Grundlage des alten wie des neuen Bundes gewesen ist und sein wird, wird nach wie vor gehalten. Was ist Sünde? Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Wenn Gott sagt, ich will euch eure Sünden vergeben, bedeutet dies, ich will euch vergeben die Tatsache, dass ihr das Gesetz übertreten habt. Und er wird natürlich dann erwarten und verlangen, dass sie das Gesetz dann halten. Schauen wir uns nun Jeremia Kapitel 32 an, die Verse 38 bis 44. Jeremia 32, die Verse 38 bis 44. Da sagt Gott, sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und ich will ihnen einerlei Sinn und einerlei Wandel geben, dass sie mich fürchten ihr Leben lang, auf dass es ihnen wohlgehe und ihren Kindern nach ihnen. Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht ablassen will, ihnen Gutes zu tun und will ihnen Furcht vor mir ins Herz geben, dass sie nicht von mir weichen. Es soll meine Freude sein, ihnen Gutes zu tun und ich will sie in diesem Lande einpflanzen, ganz gewiss, von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Denn so spricht der Herr, gleich wie ich über dies Volk all dies große Unheil habe kommen lassen. Warum? Weil sie den alten Bund übertreten haben. Und wie wir ja bereits gesehen hatten, ein jeder Bundesschluss hat auch eine Vertragsstrafe, wenn man den Bund bricht. Und so kam Unheil über sie. Das Racheschwert des Bundes, wie es heißt, oder der Fluch, weil man eben das Gesetz übertreten hat. Und so sagt er hier, gleich wie ich über dieses Volk all dieses große Unheil habe kommen lassen, so will ich auch alles Gute über sie kommen lassen, das ich ihnen zugesagt habe. Alles dies ist Teil des neuen Bundes, aber schauen Sie, es geht hier auch um physische Segnungen. Und es sollen Äcker gekauft werden in diesem Lande, von dem ihr sagt, eine Wüste ist ohne Menschen und Vieh, es ist in der Chaldäer Hände gegeben.
Man wird Äcker um Geld kaufen und verbriefen, versiegeln und Zeugen dazu nehmen im Lande Benjamin und um Jerusalem her und in den Städten Judas, in den Städten auf dem Gebirge, in den Städten des Hügellandes und in den Städten des Südlandes, denn ich will ihr Geschick wenden, spricht der Herr. Das ist bislang noch nicht geschehen. Das wird allerdings im Millennium geschehen. Wenn der neue Bund mit Israel und Juda geschlossen wird, dann werden die versprengten Israeliten, die Versprengten aus dem Hause Israel und aus dem Hause Juda in das gelobte Land zurückkehren. Viele Stellen zeigen uns dies. Viele Stellen zeigen uns, dass Christus alle die, die versprengt sind, die in Sklaverei sind, befreien und zurückbringen wird ins gelobte Land. Und dann werden sie auch Wohlstand haben im gelobten Land. Schauen wir uns Jeremia Kapitel 50 an, die Verse 4 und 5. Jeremia Kapitel 50 und die Verse 4 und 5. In jenen Tagen und zur selben Zeit, spricht der Herr, werden kommen die Leute von Israel samt den Leuten von Juda und weinend umherziehen und den Herrn ihren Gott suchen. Dann werden sie nach ihm fragen. Heute tun das die meisten nicht. Heute ist es den meisten Menschen total egal, was Gott ihnen sagt, weil sie eben keine Reue kennen, weil sie eben keine Sünde anerkennen in ihrem Leben. Aber es wird anders werden. Und dann heißt es hier in Vers 5, und sie werden fragen nach dem Wege nach Zion und durch sich dorthin kehren. Kommt, wir wollen uns dem Herrn zuwenden, zu einem ewigen Bunde, der nimmermehr vergessen werden soll. Schauen Sie, das wird dann geschehen, wenn Christus zurückgekommen ist. Das ist heute für die meisten Menschen leider nicht der Fall. Und nun schauen wir uns an, was Hesekiel über den neuen Bund zu sagen hat in Hesekiel Kapitel 34. Hesekiel Kapitel 34 und die Verse 23 bis 27. Hesekiel Kapitel 34, die Verse 23 bis 27. Und ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Gott wird David auferwecken. David wird, wie es ja auch prophezeit war, wie es ja auch ihm versprochen war, König über Israel sein. Er wird auferweckt werden. Und er wird, wie es heißt, die Israeliten weiden. Er wird sie in Gerechtigkeit beherrschen. Nun, natürlich wissen wir, dass David unter Jesus Christus stehen wird. Aber David wird der unmittelbare König sein über Israel. Der wird sie weiden und soll Hirte sein, heißt es hier, Vers 24, und ich, der Herr, will ihr Gott sein. Aber mein Knecht David soll der Fürst unter ihnen sein, das sage ich, der Herr. Und ich will einen Bund des Friedens mit ihnen schließen und alle bösen Tiere aus dem Lande ausrotten, dass sie sicher in der Steppe wohnen und in den Wäldern schlafen können. Vers 26, ich will sie und alles, was um meinen Hügel her ist, segnen und auf sie regnen lassen zur rechten Zeit. Das sollen gnädige Regen sein, dass die Bäume auf dem Felde ihre Früchte bringen und das Land seinen Ertrag gibt. Und sie sollen sicher auf ihrem Lande wohnen und sollen erfahren, dass ich der Herr bin. Wenn ich ihr Joch zerbrochen, das Joch der Sklaverei, und sie errettet habe aus der Hand derer, denen sie dienen mussten. Die Bibel ist eindeutig, dass das Haus Israel, das moderne Haus Israel und das moderne Haus Juda, mit anderen Worten, die heutigen Amerikaner, die heutigen Briten, die heutigen Kanadier, die heutigen Australier, diejenigen, die in Neuseeland wohnen, in anderen englischsprachigen Ländern, sie werden in die Sklaverei geführt, sie werden in einem kommenden Krieg besiegt werden, in eine Sklaverei geführt werden. Und Gott wird kommen, sie zu erretten, wenn Jesus Christus zurückkehrt. Die meisten Menschen glauben das heute nicht. Aber das Erwachen wird ein furchtbares sein, wenn sie erkennen, dass das, was in der Bibel steht, tatsächlich wahr sein wird. Alles dies wird Teil des neuen Bundes sein. Gott wird sie erretten, Gott wird sie ins gelobte Land führen und sie werden dort auch physisch gesegnet werden. Aber eben nicht nur physisch. Sie werden auch den Heiligen Geist angeboten bekommen. Ihr Verstand wird geöffnet werden. Sie werden erkennen, was Sünde ist. Sie werden sie bereuen. Sie werden sich zu Gott bekehren. Sie werden den Heiligen Geist erhalten. Und das macht den größten Unterschied aus zwischen dem natürlichen Leben und dem geistlichen Leben, das ihnen dann angeboten werden wird.
Schauen Sie, Israel wird unter dem neuen Bund Gott heilig sein. Schauen wir uns dies in Hesekiel Kapitel 37 an. Hesekiel 37, die Verse 24 bis 28. Hesekiel 37 und die Verse 24 bis 28. Und mein Knecht David soll ihr König sein und der einzige Hirte für sie alle. Wie gesagt, unter Jesus Christus natürlich. Und sie sollen wandeln in meinen Rechten und meine Gebote halten und danach tun. Und sie sollen wieder in dem Lande wohnen, das ich meinem Knechte Jakob gegeben habe, in dem eure Väter gewohnt haben. Sie und ihre Kinder und Kindeskinder sollen darin wohnen für immer. Und mein Knecht David soll für immer ihr Fürst sein. Schauen Sie, David war schon lange tot, als dies geschrieben wurde. Es geht hier um die Zukunft. Es geht hier um die Tatsache, dass David errettet werden wird, dass er vielmehr auferweckt werden wird. Und insoweit errettet werden wird von dem Tode natürlich, dass er auferweckt werden wird als ein Geistwesen. Und er wird dann über physisches Volk herrschen, das aber dann auch das Potenzial haben wird, zu Geistwesen zu werden. Und so heißt es hier in Vers 26, und ich will mit ihnen einen Bund des Friedens schließen, der soll ein ewiger Bund mit ihnen sein. Und ich will sie erhalten und mehren, und mein Heiligtum soll unter ihnen sein für immer. Und ich will unter ihnen wohnen und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein, damit auch die Heiden erfahren, dass ich der Herr bin, der Israel heilig macht, wenn mein Heiligtum für immer unter ihnen sein wird. Und so werden dann auch die Heiden erkennen, wo Gott ist. Und wir lesen es ja im Buch Jesaja, dass die Heiden sagen werden, kommt, lasst uns ziehen zum Hause Israel, zum Berg Zion, wo das Gesetz gelehrt wird, dass wir erfahren, wie wir zu leben haben, sodass wir auch teilhaben können und einen Anteil haben können an diesem neuen Bund, der geschlossen werden wird. Denn die Bibel sagt ja, dass wenn wir Christen sind, sind wir geistliche Israeliten und können von daher als geistliche Israeliten Anteil haben an den Versprechen, die Gott Israel macht und gemacht hat. Die Heiden werden erkennen, dass Israel unter dem neuen Bund Gott heilig sein wird. Und Israel wird diesmal Gottes Gebote halten. Und Israel wird wieder in einem Lande wohnen, das Jakobs Nachkommen, allerdings nur zeitweilig, bereits gegeben worden war. Aber sie haben natürlich dann alles das gebrochen, was sie versprochen hatten. Und Gott hat sie dann aus dem gelobten Lande zunächst einmal entfernt. Aber schauen Sie, hier wird wiederum die Verbindung hergestellt zwischen dem neuen Bund und den Bündnissen, die Gott mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hat. Und die beinhalteten ja die Tatsache, dass Israel im gelobten Land sein würde. Aber die beinhaltet natürlich auch noch weitaus mehr. Schauen wir uns Hesekiel Kapitel 16 an. Hesekiel Kapitel 16, die Verse 59 bis 61. Hesekiel Kapitel 16, die Verse 59 bis 61. So spricht Gott, der Herr. Ich will dir tun, wie du getan hast, als du den Eid verachtet und den Bund gebrochen hast. Es geht hier um den alten Bund. Ich will aber gedenken an meinen Bund, den ich mit dir geschlossen habe zur Zeit deiner Jugend, und will mit dir einen ewigen Bund aufrichten. Hier ist jetzt die Bezugnahme auf den neuen Bund erwähnt. Dann wirst du an deine Wege denken und dich schämen, wenn ich deine großen und kleinen Schwestern nehme und sie dir zu Töchtern geben werde, aber nicht um deines Bundes willen. Und ich will meinen Bund mit dir aufrichten, sodass du erfahren sollst, dass ich der Herr bin, damit du daran denkst und dich schämst und vor Scham deinen Mund nicht mehr aufzutun wagst, wenn ich dir alles vergeben werde, was du getan hast, spricht Gott, der Herr. Also auch hier wiederum lesen wir, dass es eine Vergebung geben wird. Nun, wo es heißt hier, nicht um deines Bundes willen werde ich dies tun, ist es besser zu übersetzen, und die Padlochbibel übersetzt es auch so, nicht um deiner Bundestreue willen. Gott tut dies nicht deshalb, weil die Menschen, die Israeliten den alten Bund gehalten haben, ganz im Gegenteil. Die haben den ja gebrochen. Nun, er tut es aus Gnade.
Die Zürcher Bibel schreibt, ich tue es nicht, weil du den Bund gehalten hättest. Die haben es ja nicht gehalten. Aber lesen wir jetzt weiter in Vers 62. Das haben wir jetzt gerade gelesen. Mit anderen Worten, es geht hier auch um Vergebung. Aber die Vergebung erfolgt deshalb, weil sie eben bereuen, weil sie eben schamrot werden sozusagen, wenn sie erkennen, wie sie Gottes Gesetze und damit natürlich auch den alten Bund gebrochen haben. Schließlich auch noch eine Stelle im Buch Hosea im Alten Testament. Hosea Kapitel 2. Hosea Kapitel 2 und Vers 16. Darum siehe, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihr reden. Vers 18. Alsdann spricht der Herr, wirst du mich nennen mein Mann, mein Ehemann und nicht mehr mein Baal. Mit anderen Worten, die werden nicht mehr falsche Götter anbeten. Vers 20. Und ich will dir zur selben Zeit, oder ich will zur selben Zeit für sie einen Bund schließen, mit den Tieren auf dem Felde, mit den Vögeln unter dem Himmel und mit dem Gewürm des Erdbodens und will Bogen, Schwert und Rüstung im Lande zerbrechen und will sie sicher wohnen lassen. Deswegen wird auch von dem Bund des Friedens gesprochen. Es wird dann keinen Krieg mehr geben. Es heißt dann in Vers 21, ich will mich mit dir verloben. Oder eine bessere Übersetzung ist hier Vertrauen. Es geht nicht nur um eine Verlobung im heutigen Sinne, die also ein Versprechen darstellt, das irgendwie wieder gebrochen werden kann. Es geht um ein Vertrautsein. Ein Aspekt des Gesetzes war damals, dass wenn man sich vertraut, dann hat man bereits schon die Ehe geschlossen. Aber man hat sie noch nicht vollzogen. Schauen Sie, Maria und Josef waren bereits vertraut. Aber sie hatten noch nicht die Ehe vollzogen. Deswegen, als Maria dann schwanger wurde, hat Josef gemeint, sie hätte irgendwie Ehebruch betrieben mit jemand anderem zunächst einmal, weil er ja wusste, er hatte mit ihr noch nicht geschlechtlichen Verkehr gehabt. Es geht also hier um ein Vertrautsein zunächst einmal, von dem Gott hier spricht. Ich will mich mit dir verloben oder vertrauen für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Schauen Sie, der neue Bund, den Gott mit Israel schließen wird, wird die Erkenntnis mit beinhalten, dass man eben Gott in richtiger Weise dienen muss. Aber er wird eben auch physisches Wohlergehen mit beinhalten. Und dieser Bund wird mit einem Ehebund hier verglichen. Dieser neue Bund wird mit einem Ehebund verglichen, den Gott mit Israel schließen wird. Gott, Jesus Christus, der Ehemann, der Bräutigam, der sich zunächst einmal verloben wird, vertrauen wird mit den physischen Israeliten. Aber wenn die Ehe vollzogen werden wird, wird dies mit Geistwesen geschehen. Das ist wichtig zu begreifen. Gemäß der Bibel ist sowohl der erste Bund, den Gott mit Israel am Sinai schloss, als auch der neue Bund ein Ehevertrag. Ein Ehevertrag. Schauen Sie, Gott heiratete damals das alte Israel in diesem symbolischen Sinne. Aber er ließ sich sodann von dem alten Israel scheiden, weil nämlich das alte Israel den Ehevertrag, den Ehebund gebrochen hat. Im geistlichen Sinne, sie haben Ehebruch begangen und Gott hat sich dann von dem alten Israel scheiden lassen. Der neue Bund beinhaltet einen weiteren Ehevertrag, einen neuen Ehevertrag, den Gott mit Israel schließen wird. Aber auf der Grundlage dessen, dass Israel zunächst einmal die Sünden bereut, Vergebung erlangt, den Heiligen Geist erhält. Und dann wird zunächst einmal der neue Bund, dieser neue Ehevertrag geschlossen, aber zunächst einmal im Sinne einer Verlobung oder eines Vertrautseins. Und wenn sich die physischen Israeliten dann bewähren, dann werden sie zu Geistwesen verwandelt werden, was den Vollzug der Ehe im geistlichen Sinne bedeutet. Schauen Sie sich dies in Jeremia zunächst einmal an, Kapitel 3. Jeremia, Kapitel 3, die Verse 6 bis 10. Jeremia, Kapitel 3 und die Verse 6 bis 10. Und der Herr sprach zu mir zur Zeit des Königs Josua. Hast du gesehen, was Israel die Abtrünnige tut oder tat,
Sie ging hin auf alle hohen Berge und unter alle grünen Bäume und trieb dort Hurerei. Und ich dachte, nachdem sie das alles getan, würde sie zu mir zurückkehren, aber sie kehrte nicht zurück. Und obwohl ihre Schwester Juda, diese Treulose, gesehen hat, wie ich Israel, die Abtrünnige, wegen ihres Ehebruchs, schauen Sie, gestraft und sie entlassen und ihr einen Scheidebrief gegeben habe, scheut sich dennoch ihre Schwester, das treulose Juda, nicht, sondern geht hin und treibt auch Hurerei. Und ihre leichtfertige Hurerei hat das Land unrein gemacht, denn sie treibt Ehebruch mit Stein und Holz. Und auch in diesem allen bekehrt sich das treulose Juda ihre Schwester nicht zu mir von ganzem Herzen, sondern nur mit Heuchelei, spricht der Herr. Schauen Sie, der alte Bund war ein Ehevertrag. Und er wurde von Israel und Juda gebrochen durch Ehebruch. Und so kam es dann zur Scheidung. Jesaja Kapitel 50. Jesaja Kapitel 50. Und in Vers 1, so spricht der Herr, Jesaja Kapitel 50, Vers 1, wo ist der Scheidebrief eurer Mutter, mit dem ich sie entlassen hätte? Und wer ist mein Gläubiger, dem ich euch verkauft hätte? Siehe, ihr seid um eurer Sünden willen verkauft, und eure Mutter ist um eurer Abtrünnigkeit willen entlassen. Kapitel 54 und Vers 6, Jesaja 54, und Vers 6. Denn der Herr hat dich zu sich gerufen, wie ein verlassenes und von Herzen betrübtes Weib, und das Weib der Jugendzeit, wie könnte es verstoßen bleiben, spricht der Herr. Es war verstoßen, aber der neue Bund beinhaltet eine Wiederherstellung, aber diesmal mit einem geläuterten Volk, das in der Lage sein wird, Gottes Gebote, das Gesetz zu halten. Und so lesen wir jetzt in Hesekiel Kapitel 16. Hesekiel Kapitel 16 und zunächst einmal in Vers 8. Hesekiel Kapitel 16 und Vers 8. Ich ging an dir vorüber und sah dich an und siehe, es war die Zeit, um dich zu werben. Und da breitete ich meinen Mantel über dich und bedeckte deine Blöße, und ich schwor dir's und schloss mit dir einen Bund, spricht Gott der Herr, dass du solltest mein sein. Und im gleichen Kapitel jetzt in Vers 32, du Ehebrecherin, die du dir Fremde anstelle deines Mannes nimmst. Also immer und immer wieder finden wir, dass der alte Bund mit einem Ehevertrag geschlossen oder vielmehr verglichen wird, den Gott mit dem alten Israel geschlossen hat, der aber dann von dem alten Israel und dem alten Juda gebrochen wurde. Und wie der alte Bund, so wird auch der neue Bund ein Ehevertrag sein. Und er wird auch so beschrieben. Schauen wir uns dies im Neuen Testament an, im 2. Korintherbrief, im 11. Kapitel. 2. Korinther, Kapitel 11 und in Vers 2. 2. Korinther, Kapitel 11 und Vers 2. Und hier sagt Paulus, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt, besser vertraut, es wird hier um das Vertrautsein gesprochen, es wird darüber gesprochen, denn ich habe euch verlobt oder vertraut mit einem einzigen Manne, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Christus, der Bräutigam, der die Kirche heiraten soll, der zunächst einmal aber verlobt ist oder vertraut ist zu der Kirche des geistigen Israel. Schauen Sie, der neue Bund wird mit Israel geschlossen. Aber wir sind heute geistliche Israeliten und von daher bereits schon in diesem Sinne Teil des neuen Bundes, der mit uns bereits schon geschlossen wurde, aber noch nicht durchgeführt wurde, in dem Sinne, dass die Ehe noch nicht durchgeführt wurde. Denn dieser neue Bund, zunächst einmal wird mit uns geschlossen, die wir bekehrte Christen sind, wie wir noch sehen werden, aber er wird letztendlich durchgeführt in dem Augenblick, wo wir zu Geistwesen werden. Christus wird uns als Geistwesen heiraten, nicht im physischen Fleisch, wo immer noch die Möglichkeit besteht, zu sündigen. Als Geistwesen, wenn wir Mitglied geworden sind der Gottfamilie, können wir nicht mehr sündigen. Es ist unmöglich, dass Gott sündigt. Und so lesen wir im Buch der Offenbarung, was hier
über diese zukünftige Eheschließung, wenn sie durchgeführt wird, geschrieben steht. Wir sind bereits jetzt schon mit Christus vertraut. Wir sind jetzt schon in diesem Sinne in einen Ehebund eingetreten mit Christus, aber eben die Ehe ist noch nicht konsumiert worden. Und so lesen wir in Offenbarung Kapitel 19, wann das geschehen wird. Offenbarung Kapitel 19, die Verse 6 bis 9. Da heißt es: Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen: Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Es geht also um den Zeitpunkt der Wiederkunft Christi, wenn das Reich Gottes hier auf Erden errichtet wird. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes, Jesus Christus, ist gekommen und seine Braut, die Kirche, hat sich bereitet oder vorbereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönen reinen Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Dann wird es nicht mehr möglich sein, in Ungerechtigkeit zu leben. Und er sprach zu mir: Schreibe, selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Das wird der Zeitpunkt sein, wenn die Ehe, der Ehebund, dieser neue Bund, konsumiert wird. Wir sind heute bereits schon mit Christus vertraut, wenn wir wahre Christen sind. Aber der endgültige Abschluss der Ehe oder der Beginn der Ehe, könnte man einmal sagen, wird geschehen im Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu Christi. Und nun schauen wir uns kurz im Neuen Testament an, was noch mehr über den neuen Bund gesagt wird, in Matthäus Kapitel 26. Matthäus Kapitel 26, die Verse 27 und 28. Matthäus Kapitel 26 und die Verse 27 und 28. Er nahm den Kelch, Jesus Christus, und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus, denn das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Schauen Sie, wie wir bereits im Alten Testament dies gelesen haben, der neue Bund hat mit Sündenvergebung zu tun. Aber er muss besiegelt werden, wie auch der alte Bund mit Blut besiegelt wurde. Wir erinnern uns daran, als damals Gott den alten Bund mit Israel schloss am Berge Sinai, da wurde Blut von Tieren benutzt, um diesen Bund zu besiegeln, notariell zu beglaubigen, könnte man heute sagen. Der neue Bund wird mit dem Blut Jesu Christi besiegelt. Ein weitaus wichtigerer Aspekt natürlich des neuen Bundes. Nun, Luther übersetzt hier, das ist das Blut des Neuen Testamentes. Nun, der Grund, weil Luther das übersetzt hier, ist, dass im Griechischen das Wort für Bund und Testament das gleiche ist. Das Wort ist Diatheke. Es liegt also dann beim Übersetzer, sich zu entscheiden, was für ein Wort jetzt gebraucht werden soll. Und die meisten Übersetzer heute nehmen hier die Übersetzung als Bund an, und das ist auch richtig. Denn es geht hier um den Bund, den neuen Bund, oder vielmehr um das Blut, das uns den Weg zum neuen Bund eröffnet. Es gibt da weitere Parallelstellen in Lukas Kapitel 22, Vers 20, im 1. Korinther 11 und Vers 25, die alle von dem gleichen Zeitpunkt sprechen, wenn Christus sagt hier, dieser Kelch symbolisiert mein Blut. Das heißt nicht, dass dieser Wein jetzt auf einmal zu seinem Blut wurde. Nein, es ist eine Symbolik hier, die hier zum Ausdruck kommt. Schauen wir uns aber nun Römer Kapitel 11 an. Römer Kapitel 11, die Verse 26 und 27. Römer Kapitel 11 und die Verse 26 und 27. So wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Schauen Sie, darum geht es im neuen Bund, Vergebung der Sünden. Richtig verstanden war dies nicht Teil des alten Bundes. Das mag einige überraschen. Aber im Hebräerbrief wird deutlich gemacht, worin der Unterschied bestand zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund. Im Hebräer zunächst einmal Kapitel 12.
Hebräerbrief Kapitel 12 und in Vers 24. Hebräer Kapitel 12 und in Vers 24. Da heißt es zunächst einmal, ihr seid gekommen zu dem Mittler des neuen Bundes. Schauen Sie, Jesus Christus ist der Mittler des neuen Bundes, wie wir dies bereits aus dem Alten Testament wissen. Und ihr seid gekommen zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Abel ist ja getötet worden, aber hier ist der Bezug auf Jesus Christus, der getötet worden ist für unser aller Heil. Und ihr seid also gekommen, heißt es hier, zu diesem Blut, das besser redet, das weitaus wichtiger ist, und aber auch zu dem Mittler des neuen Bundes. Kapitel 13 und Vers 20 lesen wir weiter. Hebräer 13 und Vers 20, da heißt es, der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig. Also auch hier wiederum geht es um Jesus Christus, den Mittler. Aber er wurde auferweckt, unter anderem auch aufgrund der Tatsache, dass er zunächst einmal für uns gestorben ist. Und durch sein Blut wird auch die Auferstehung für uns möglich gemacht. Lesen wir weiter in Kapitel 10, Hebräer 10, die Verse 26 bis 29. Hebräer 10, die Verse 26 bis 29. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, dann haben wir hinfort kein anderes Opfer mehr für die Sünden, sondern nichts als ein schreckliches Warten auf das Gericht und das gierige Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz des Mose bricht, muss er sterben ohne Erbarmen auf zwei oder drei Zeugen hin. Eine wie viel härtere Strafe, meint er, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt, das Blut des Bundes für unrein hält, durch das er doch geheiligt wurde und den Geist der Gnade schmäht. Wir werden durch den Bund des Blutes geheiligt, wenn wir das Opfer Jesu anerkennen, wenn wir bereuen, wenn wir Sündenvergebung erlangen, wenn wir uns taufen lassen, dann beginnt damit unser Eintritt in den neuen Bund, wie dies auch nachher für Israel und Juda im Millennium der Fall sein wird. Und dann wird hier der Geist der Gnade erwähnt. Und zwar deshalb, weil uns der Heilige Geist in uns die Kraft gibt, ein Leben der Sündenüberwindung zu führen. Und wenn wir aber den Geist der Gnade verleugnen, wenn wir das Blut des neuen Bundes mit Füßen treten, dann heißt es, dann gibt es für uns kein Opfer mehr. Wir haben ja bereits die Erkenntnis erlangt. Wir haben ja bereits den Heiligen Geist in uns aufgenommen. Wir lehnen ihn jetzt ab. Damit haben wir eine Entscheidung getroffen, die ewige Konsequenzen hat. Denn sonst müsste Christus für uns ja noch einmal sterben, etwas, was eben unmöglich ist. Eine Parallelstelle findet sich im Hebräerbrief Kapitel 6 und die Verse 4 bis 6, die Sie nachher sich anschauen können. Aber nun schauen wir uns Hebräer Kapitel 10 an und die Verse 10 bis 18. Hebräer Kapitel 10 und die Verse 10 bis 18. Da heißt es, nach diesem Willen sind wir geheiligt ein für allemal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht Tag für Tag da und versieht seinen Dienst und bringt oftmals die gleichen Opfer dar, die doch niemals die Sünden wegnehmen können. Dieser aber hat ein Opfer für die Sünden dargebracht und sitzt nun für immer zur Rechten Gottes und wartet hinfort, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem der Herr gesagt hat, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht er, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn will ich es schreiben und ihrer Sünden und ihrer Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde. Das ist der Unterschied jetzt zwischen dem alten und dem neuen Bund. Christus ist für uns gestorben. Sein Opfer ist notwendig, aber auch ausreichend für die Vergebung unserer Sünden. Schauen Sie, die Opfertiere, die im Alten Testament unter dem alten Bund geopfert wurden, konnten keine Sündenvergebung bewirken. Und die mussten immer und immer und immer wieder geopfert werden, wenn man gesündigt hatte. Sie bewirkten keine Vergebung, sie bewirkten nur
das Phänomen, dass man sich an die Sünden erinnerte, dass man jetzt einen Weg schaffen musste, um irgendwie eine Beziehung, eine weitere Beziehung zu Gott aufrechtzuerhalten. Sie waren nicht in dem Sinne gegeben, um Sündenvergebung erlangen zu können. In Hebräer Kapitel 9 lesen wir die Verse, angefangen in Vers 12. Hebräer Kapitel 9 und angefangen in Vers 12. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, aber im physischen Sinne, so dass sie äußerlich, schauen Sie, rein sind, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen, mit anderen Worten, uns innerlich reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gottes. Und darum ist er auch der Mittler, wiederum der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Es geht also darum, dass Gott Jesus Christus als den Mittler des neuen Bundes gesandt hat, damit die Sünden, die unter dem alten Bund begangen wurden, vergeben werden können. Und zwar als Teil des neuen Bundes. Das ist der Unterschied. Es geht hier um Sündenvergebung im neuen Bund, der im alten Bund nicht erlangt werden konnte. Schauen wir uns Vers 18 an. Da heißt es: Daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut gestiftet. Und dann geht es darum, dass alles durch Blut geheiligt wird. Aber es geht eben auch darum, dass es nicht zu einer Sündenvergebung kommen kann. In Hebräer Kapitel 8, im Alten Bund, in Hebräer Kapitel 8 und Vers 6, lesen wir jetzt Folgendes. Nun aber hat er ein höheres Amt empfangen, wie er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der auf bessere Verheißungen gegründet ist. Auf bessere Verheißungen. Was sind diese besseren Verheißungen? Vers 7. Denn wenn der erste Bund untadelig gewesen wäre, würde nicht Raum für einen anderen gesucht. Aber war der alte Bund schlecht? Darum geht es nicht. Es heißt hier in Vers 8, denn Gott tadelt sie. Der alte Bund war nicht untadelig, weil Gott die Menschen tadeln musste. Er tadelt sie und sagt, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tage, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, denn sie sind nicht geblieben in meinem Bund. Darum habe ich auch nicht mehr auf sie geachtet, spricht der Herr. Denn das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Haus Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz geben in ihren Sinn. Und in ihr Herz will ich es schreiben und will der Gott sein. Und sie werden oder sollen mein Volk sein. Schauen Sie, es geht darum, dass der alte Bund von den Israeliten übertreten worden ist. Er wurde deshalb übertreten, weil die Israeliten den Heiligen Geist nicht hatten. Sie waren nicht in der Lage, ohne den Heiligen Geist das Gesetz Gottes zu halten. Heute können wir aufgrund des neuen Bundes den Heiligen Geist erlangen und dann auch in der Lage sein, mit der Hilfe Jesu Christi, des Heiligen Geistes, der in uns wohnt, und Christus wohnt in uns durch seinen Heiligen Geist, so auch Gott der Vater, so können wir die Sünde überwinden. Und der neue Bund eröffnet uns auch die Möglichkeit der Sündenvergebung, nicht nur der Sündenerinnerung, der Sündenvergebung, sodass Gott sie wegtun wird, wenn wir sie bereuen. Das ist der Grund, warum der neue Bund auf besseren Verheißungen aufgebaut ist. Nicht, dass der neue Bund auf einmal ein besseres Gesetz hätte. Das Gesetz ist das gleiche. Die 10 Gebote, die Rechte, die Satzungen, die 10 Gebote näher beschreiben. Es geht darum, dass die Verheißungen bessere sind. Es geht darum, dass wir Sündenvergebung erlangen können. Es geht darum, dass wir den Heiligen Geist erlangen können. Es geht darum, dass wir letztendlich Geistwesen werden können. Verwandelt werden können zu Geistwesen, etwas, was im alten Bund niemals Teil des Versprechens war. Darum geht es. Die Menschen sind nicht treu geblieben den Versprechungen im alten Bund, weil sie so gesehen auch gar nicht treu bleiben konnten im geistlichen Sinne. Christus kam, um das Gesetz groß und heilig zu machen. Er kam, um uns deutlich zu machen, wie wir es wirklich zu halten haben, dem Geiste nach. Und er sagt ja auch, dass wir gereinigt werden, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich, dass das Gesetz in unser Herz geschrieben wird, sodass wir es dann auch halten können.
Schauen wir uns im Römerbrief zum Abschluss, Kapitel 8, noch eine Stelle an, die noch weiter auf diese Situation eingeht. Römer Kapitel 8, die Verse 3 und 4. Römer Kapitel 8 und die Verse 3 und 4. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Also jetzt ist es möglich geworden, das Gesetz zu halten. Die Gerechtigkeit, die vom Gesetz gefordert wird, in unserem Leben zu erfüllen. Lesen wir Vers 7. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag es auch nicht. Vers 9. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Der ist noch nicht einmal ein Christ, auch wenn er vorgibt, ein Christ zu sein. Vers 10. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Und dann lesen wir in Vers 17. Sind wir aber Kinder, denn hier spricht er jetzt von der Tatsache, dass ja ein Versprechen an Abraham erging und dass die Nachfahren Abrahams Erbe der Welt werden würden, und zwar auf Ewigkeit. Das beinhaltet natürlich dann auch ewiges Leben. Und er sagt jetzt, sind wir Kinder, geistlich gesehen, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden, wie Abraham in der Auferstehung zu einem Geistwesen werden wird, werden wir seine Kinder in diesem Sinne, seine Nachfahren, die geistlichen Israeliten ebenfalls in der Auferstehung zu Geistwesen werden. Und die physischen Israeliten, die dann im Millennium berufen werden, die haben ebenfalls die Möglichkeit dann zu geistlichen Israeliten zu werden und letztendlich zu Geistwesen, wenn sie sich bewähren. Schauen Sie, das ist mit dem neuen Bund gemeint. Es geht weit über das hinaus, was vielleicht viele sich so vorgestellt haben. Und er sagt hier in Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Der alte Bund war lediglich ein Bund mit physischen Versprechungen. Er hatte nicht die Möglichkeit eröffnet, dass die Menschen Vergebung ihrer Sünden erlangen könnten, dass sie den Heiligen Geist erlangen könnten, dass sie letztendlich in die Gottesfamilie eintreten könnten. Das war nicht der Sinn, der Zweck des alten Bundes. Schauen Sie, der neue Bund tut alles dies. Wir werden nachher auf Erden herrschen über die Israeliten, über die Juden, aber auch über die Heiden, die sich dann einpfropfen lassen, wie Paulus das im Römerbrief erklärt, und ebenfalls zu geistlichen Israeliten werden, die alle Teil werden des neuen Bundes, und für die wird dann auch der Zeitpunkt kommen, wenn dann dieser Ehevertrag, der mit ihnen geschlossen werden wird, ausgeführt wird, konsumiert wird, zu dem Zeitpunkt, wenn sie auch zu Geistwesen dann verwandelt werden. Das und eigentlich sogar auch noch mehr ist Teil des neuen Bundes. Ich habe Ihnen heute eigentlich nur so ein paar Andeutungen gegeben über das, was alles im neuen Bund mit beinhaltet ist. Eine wunderbare Zukunft eröffnet sich uns, wenn wir begreifen, was mit all dem, was in der Bibel im Alten als auch im Neuen Testament beschrieben steht, gemeint ist. Es geht nicht darum, dass das Gesetz abgeschafft wäre. Gottes ewiges Gesetz der 10 Gebote, der Satzungen und der Rechte, die 10 Gebote näher beschreiben, die Tatsache, dass wir es im Sinn halten müssen, im Geist, in der Wahrheit, das wird ewig bestehen. Es hat auch seit der Erschaffung des Menschen bestanden. Solange es Menschen gibt, werden die 10 Gebote in Kraft sein. Wenn Sie also jemanden hören, der Ihnen sagen will, das ist alles abgeschafft, dann verstehen Sie bitte, dass ein solcher Mensch Sie zu falschen Ideen verführen will. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.